Hallo und willkommen zu Vlogmas Nummer 24. Kaum zu glauben, dass wir hier sind, dass wir es geschafft haben. Krass. Es ist einfach krass, wenn ihr dieses Video seht, ist heute Heiligabend oder vielleicht war Heiligabend schon, je nachdem, wann ihr das Video guckt, aber es ist einfach so crazy. Fällt euch übrigens was auf? Ich habe mich zum ersten Mal an meinem neuen Schminktisch geschminkt. Der ist natürlich noch nicht ansatzweise fertig und das Licht ist auch miserabel, wie ihr seht, zum Schminken eigentlich. Aber es reicht für heute. Heute stehen die letzten Weihnachtsvorbereitungen an. Ich werde heute Kekse backen. Das habe ich mich noch gar nicht gemacht dieses Jahr. Und wir müssen es einmal vor Weihnachten machen. Deshalb mache ich gleich den Teig dafür. Der muss ja danach erstmal noch ein bisschen in den Kühlschrank. Dann müssen wir heute noch Weihnachtsgeschenke einpacken, die noch gekommen sind die Tage. Und noch eingepackt werden müssen für morgen. Und noch so ein bisschen anderen Kram halt machen, den der noch ansteht so. Ich hoffe, heute wird ein schönes weihnachtliches Video, was ihr euch vielleicht angucken könnt, während ihr euch irgendwie fertig macht für Heiligabend oder je nachdem, wie ihr den Tag verbringt. Vielleicht habt ihr irgendwann Zeit für dieses Video. Vielleicht guckt auch keiner dieses Video, weil alle so sind so, Maggie, wir wollen mit unseren Familien sein. Wir brauchen deine Videos heute nicht. Nein, aber hoffentlich, die es jetzt gerade sehen, hoffentlich habt ihr ein schönes Weihnachtsfest. Dieses Jahr ist absolut verrückt. Es ist definitiv das verrückteste Jahr ever für mich. Also für mich persönlich ist es das verrückteste Jahr, weil einfach so viel Scheiße passiert ist in diesem Jahr. Kann man nicht anders sagen. Also ich hoffe, nächstes Jahr wird etwas besser. Ich weiß, die Probleme werden nicht auf einmal verschwinden im nächsten Jahr. Aber trotzdem hoffe ich darauf, dass nächstes Jahr besser wird als dieses Jahr und dass uns ein bisschen mehr Positives erwartet. Jetzt aber zurück zur weihnachtlichen Stimmung für den heutigen Vlog. Ich habe auch wieder ein bisschen roten Lippenstift. Also eigentlich ist es nicht wirklich Lippenstift, es ist eher so ein Lippenöl, was so ein bisschen rötlich ist, weil ich dachte mir, heute müssen wir ja nicht full out roten Lippenstift tragen, wie im letzten Vlog. Ich werde mich bemühen, euch heute sehr weihnachtlich zu stimmen, für die, bei denen die Weihnachtsstimmung noch ein bisschen fehlt oder noch ein bisschen aufgepimpt werden muss. Ich habe mich gerade mal umgezogen in einem bisschen wärmeren Pulli und eine Leggings. Ich bin nämlich irgendwie voll oft zu Hause nur so lange T-Shirts an und dann, wenn mal so ein Nachbar klingelt, ist es ein bisschen so... Ich meine, die verdecken alles, aber sie sind schon eher kurz. Egal. Auf jeden Fall wollte ich jetzt gleich mal anfangen, den Keksteig zu machen und wollte vorher nochmal mit euch mein Türchen für heute suchen. 23. Das habe ich auch schon wieder voll schnell gefunden. Krass. 24 ist hier dann für morgen. Und ja, machen wir erstmal noch das hier kurz auf. Übrigens glaube ich, ich mache die 24 einfach entweder am Ende dieses Vlogs mit euch auf oder einfach auf Instagram dann, für die, die es interessiert. So, was haben wir in der 23? Wir haben Ritual of Hammam, auch Foaming Shower Gel. Okay, dann machen wir uns jetzt an den Keksteig, damit der dann auch schön kühlt und wir dann auch bald Kekse machen können. Think you're great. Root of tradition we celebrate. But oh, Christmas tree. More than anything, it's all the people around you. My sister's here. Okay, während der Teig kühlt, setze ich mich jetzt hier mal auch wieder auf den Boden. Und packt noch ein paar Weihnachtsgeschenke ein, die ja jetzt noch angekommen sind. Jetzt hat auch noch ein paar einzupacken, das macht er wahrscheinlich später, weil wir, glaube ich, nicht mehr ganz genug Weihnachtsgeschenkpapier haben. Weil er gerade noch unterwegs ist, einkaufen für so ein paar Sachen und wahrscheinlich auch noch hoffentlich irgendwo Geschenkpapier bekommt, weil wir haben jetzt einfach dieses Jahr das komplette Geschenkpapier so von den letzten Jahren, was wir noch so hatten, einfach wiederverwendet, damit das nicht irgendwie wegkommt oder so. Haben versucht, so wenig wie möglich quasi neu kaufen zu müssen. Aber ja, ich denke, ein bisschen was brauchen wir noch, weil ich glaube, es reicht nicht von der, weil es noch ein paar größere Sachen sind, einzupacken. Aber ich packe jetzt erstmal ein und dann gucke ich mal, was übrig bleibt. Eins ist für meinen Papa, eins ist für meine beste Freundin und eins ist noch für Nils, eine Kleinigkeit. Ja, das mache ich jetzt erstmal noch schnell. Okay, ich habe kurz was gegessen, Geschenke eingepackt und jetzt rollen wir die Kekse aus.
family. Oh, Christmas tree. No, you don't mean a thing without the joy that surrounds you. Jetzt mal raus. Okay, Leute, der Spaß kann beginnen. Die sind ein bisschen dunkler geworden, weil die ein bisschen dünner waren an der Stelle anscheinend. Ich glaube, die hier sind ein bisschen dick geworden, aber YOLO, oder? Ich habe mir jetzt hier so eine Art Guss aus Puderzucker und Zitrone gemacht, weil ich es eigentlich immer ganz geil finde mit diesem Zitronigen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das immer voll schwer ist, da so das richtige Verhältnis zu machen, weil wenn es so vom Geschmack her stimmt, ist es zu flüssig. Aber wenn ich noch mehr Puderzucker reinmache, ist es eigentlich zu puderzuckerig. Wisst ihr, was ich meine? Aber egal, ich lasse es einfach ein bisschen flüssiger. Was soll's. Und ich habe bunte Streusel, normale Streusel und einen Mix aus verschiedensten anderen Dekomaterialien. Und jetzt legen wir los. Jetzt werden Kekse dekoriert und die werden wunderschön. Werden sie wahrscheinlich nicht, aber doch, sie werden wunderschön. Okay, wie gesagt, ich bin kein Künstler, aber es geht doch um den Spaß, oder? Mein Weihnachtsmann sieht dezent gruselig aus, aber naja. Ich habe jetzt schon ewig, ich meine, es ist gerade gefühlt schon ewig und ich habe erst eine Hälfte geschafft. Ich bin ganz froh gerade, dass ich nicht den ganzen Teig gebacken habe. Ich habe nämlich sogar noch ein bisschen übrig und habe den einfach erstmal im Kühlschrank gelassen, back den dann die Tage. Aber ich mache jetzt noch diese paar hier. Die sind super lecker. Oh mein Gott. Sie sind nicht wunderschön, aber lecker. Ich habe das Gefühl, wenn ich so ein bisschen bessere Tools und Sachen hätte, hätte ich es noch ein bisschen besser machen können. Ist ganz schön gelaufen die ganze Zeit. Und dann habe ich irgendwann die Motivation verloren, mir so richtig doll Mühe zu geben. Aber es soll ja auch Spaß machen. Deshalb bin ich zufrieden mit meinem Ergebnis. Hier sind meine Kekse. Der hier ist besonders gut geworden, oder? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Aufräumen und jetzt möchte ich mal ganz kurz überlegen, was ich morgen für Heiligabend anziehe. Ich habe nämlich keine Ahnung. Okay, ich glaube, ich ziehe dieses Kleid an. Ich weiß, es ist so ein bisschen blumig, aber es hat so ein bisschen, ich zeige es euch mal bei gutem Licht, es hat so ein bisschen so einen herbstlichen Vibe durch die Farben. Es ist nicht so ganz weiß, sondern eher so beige. Und ich glaube, es passt ganz gut mit den Rottönen. Dann ziehe ich einfach meinen langen braunen Mantel dazu an. Und vielleicht eine schwarze Tasche. Ich glaube, schwarz würde am besten passen, weil als anderes vielleicht dann too much mit diesem krassen Muster. Und irgendwie Stiefel oder so. Ich glaube, es ist ein guter Plan. Vielleicht entscheide ich mich auch nochmal um. Aber ich glaube, erstmal ist es für mich gut zu wissen, dass ich ansatzweise einen Plan habe für mein Outfit morgen. So, ich habe mich jetzt mal kurz hier hingesetzt. Wir haben gerade ewig wieder Geschirr abgespült, weil wir ja gerade keine Spülmaschine haben. Wir haben aber übrigens heute einen Termin bekommen, dass der Handwerker kommt wegen der Spülmaschine. Und der ist zwar erst Anfang Januar, aber naja, hatten wir schon ein bisschen mit gerechnet. Ich habe mir gerade meinen Nagellackentferner geholt. Ich wollte nämlich nochmal meine Nägel ein bisschen auffrischen. Die sehen zwar noch, ja, okay, würde ich jetzt nicht sagen, aber so manche Nägel sind einfach schon so ein bisschen abgesplittert. Die beiden sind noch ganz in Ordnung, hier diese Ringfinger mit dem Glitzer. Das hat richtig gut gehalten, deshalb lasse ich die, glaube ich, und mache nur die anderen nochmal einmal neu. Für Christmas Vibes. Ich liebe richtig diese Kombination hier. Ich dachte mir, wir quatschen einfach nebenbei nochmal ein bisschen. Dieses Jahr wird ein Vlogmas sein, woran ich mich auf jeden Fall immer erinnern werde. Ich meine, jedes Vlogmas ist irgendwie was, woran man sich erinnern wird, weil es immer eine sehr intensive Zeit ist. Es ist irgendwie witzig, weil
Eigentlich macht man sich extrem viel Arbeit mit Vlogmas, so als Creator, sage ich jetzt mal. Aber irgendwie macht es trotzdem auch mega Spaß. Also es ist irgendwie, ich habe übelst viele Nervenzusammenbrüche immer während Vlogmas. Dieses Mal hauptsächlich wegen Internetproblemen. Aber trotzdem glaube ich, dass dieses Vlogmas irgendwie was Besonderes ist, weil dieses Jahr einfach was Besonderes ist. Eigentlich eher im negativen Sinne. Aber irgendwie schön, dass wir trotzdem Vlogmas machen konnten dieses Jahr. Ich bin super gespannt, wie nächstes Jahr aussieht. Bin generell gespannt auf 2021. Ich hoffe, es wird gut. Ich möchte auch nochmal Danke sagen für Vlogmas dieses Jahr. Ich habe das Gefühl, das bringt uns als so Community immer noch mal viel näher zusammen, Vlogmas. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich mich für Vlogmas entscheide. Danke an alle, die Kommentare geschrieben haben, die meine Videos geschaut haben, die mir ein Like auf mein Video dagelassen haben. Das hilft einfach sehr. Ich bin ja jetzt schon einige Jahre auf dieser Plattform, aber es verändert sich doch immer alles sehr stark und sehr schnell. Manchmal ist es da, als jemand, der schon etwas länger da ist, ein bisschen schwer und deshalb bin ich einfach für jede Unterstützung von euch super dankbar und freue mich auch über jeden Kommentar, über jeden von euch, der das Video schaut und manchmal kriege ich auch Kommentare, wo Leute sagen, dass sie eigentlich eher so stille Zuschauer sind, aber gerne mal zur Unterstützung einen Kommentar da lassen wollen. Das ist einfach mega, weil das hilft halt voll und ich glaube manchmal, wenn muss man das auch nochmal sagen, weil ich glaube, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich tatsächlich darüber freue. Ja, auf Instagram ist es genauso. Instagram ist auch eine super schwierige Plattform geworden. Der Algorithmus ändert sich ständig und das macht es immer schwieriger. Wir haben ja jetzt auch doch schon einige Jahre hier zusammen hinter uns. Und einige von euch sind, glaube ich, auch schon recht lange mit dabei, was ich total cool finde, weil mein Content hat sich ja auch sehr verändert über die Jahre und bleibt nicht immer gleich. Und ja, ich lackiere mir aktuell die Nägel auf der Couch. Ich weiß, das ist nicht die beste Idee, aber ich mach's jetzt einfach. Ich mach gerade übrigens meinen Nagelhärter drauf. Bester Nagelhärter ever. Hat meine Nägel übelst gerettet. Vor allem nach jahrelangen Gelnägeln. So von Mikrozell. Ich mach den einfach immer, wenn ich meine Nägel neu lackiere, drunter. Übrigens keine Werbung gerade. Ja, ich weiß nicht, ich wollte einfach mal Danke sagen und euch sagen, wie dankbar ich für euch bin und wie krass ich es einfach finde, wie lange ihr teilweise schon mit dabei seid. Selbst wenn ihr noch ganz neu dabei seid, dass ich euch einfach so mitnehme, auf meinem Weg irgendwie. Er hat schon so viel mit mir durchgemacht, gefühlt. Ich versuche da manchmal gar nicht so krass drüber nachzudenken, weil ich dann immer super emotional werde. Es ist einfach so, YouTube und Instagram und so, ihr habt mir einfach schon so viel ermöglicht. Es ist manchmal wirklich ein nervenzerreibender Job auch und ich weiß, das verstehen viele nicht und es ist schwierig verständlich, wenn man nicht das schon mal erlebt hat. Aber gleichzeitig bin ich so dankbar dafür, was gefunden zu haben, womit ich quasi mein Geld verdienen kann. Was aber gleichzeitig irgendwie so zu mir passt und ja, irgendwie mich meine Kreativität ausleben lässt. Euch zu haben, das ist einfach, es ist so wertvoll für mich und das wollte ich euch nochmal sagen. Ich bin einfach super, super, super dankbar für euch und habe euch alle ganz doll lieb. Ja, bin einfach gespannt, wie lange wir diese Reise hier noch zusammen machen, was ihr wohl noch alles von mir seht. Ich meine, wenn ihr schon von Anfang an dabei seid, kennt ihr mich in meinem Elternhaus noch, wie ich noch so Comedy-Videos gemacht habe und Sommer-Snack-Ideen mit meiner besten Freundin gefilmt habe und Outfit, Lookbooks und so ein Kram. Dann auch mit Nils, dann sind wir irgendwann zusammengezogen, von zu Hause ausgezogen, das habt ihr miterlebt, meine erste eigene Wohnung eingerichtet, 3 Jahre dort gelebt, das habt ihr auch alles mitgelebt, jetzt sind wir schon in der zweiten Wohnung zusammen. Krass ist das einfach, dass es das gibt, so. Wisst ihr, was ich meine? Nein, ich will jetzt auch nicht zu sentimental werden, ich merke schon, wie meine Augen ein bisschen wässrig werden. Wir wollen jetzt nicht vor Weihnachten noch anfangen zu heulen, aber ich liebe euch einfach ganz, ganz doll und danke, dass ihr dabei seid noch und dass ihr meinen Content unterstützt und mich unterstützt und mir die Möglichkeit gebt, auch mal einen neuen Weg zu fahren und zu gucken, wie das mir gefällt und euch das einfach zu geben und zu zeigen, was mir auch gefällt und was mir auch Spaß macht. Und ja, das wollte ich einfach nur sagen. Jetzt höre ich auf und lackiere mir die Nägel rot und hoffe, dass ich es nicht allzu sehr verhaue. Ich habe auch eben schon so ein bisschen aufgeräumt, damit die Katzen es schön ordentlich haben, weil die ja jetzt die nächsten 2 Tage relativ viel alleine sein werden. Und dann habe ich jetzt mein Outfit. Lass mich mal überlegen, ob ich noch irgendwas machen muss. Ich wollte gleich noch, wenn meine Nägel dann getrocknet sind, kann ich nicht jetzt sofort machen, weil sonst verhaue ich mir direkt wieder einen Nagel. Das mache ich übrigens so gut wie jedes Mal. Aber ich wollte gleich noch schon mal die Geschenke einpacken. Boah, es ist gerade so schwer, gleichzeitig zu reden und meine Nägel zu lackieren. So viel schwerer, als ich es erwartet hatte. Dieses Rot ist einfach sehr intens und man sieht sofort, wenn man es ein bisschen verhaut, seht ihr? Guck mal, wie das aussieht. Ja, es geht dann später, wenn es getrocknet ist, mit Wasser beim Händewaschen und so ganz gut weg. Oh mein Gott, ich habe mir gerade selbst auf den Nagel gefasst. Okay, selber schuld, wenn du auf dem Sofa deine Nägel lackierst. Okay, ganz ehrlich, die linke Hand wie immer völlig in Ordnung geworden. Die rechte
Eher weniger. Ansonsten schneide ich gleich noch dieses Video zu Ende und lade es dann quasi am Ende des Tages, wenn ich komplett durch bin mit Filmen und Schneiden, hoch. Schon mal für morgen, weil ich das auf jeden Fall nicht morgen früh noch machen kann. Das schaffe ich nicht. Dann wird alles ein bisschen zu stressig. Ich habe jetzt eine Weile geschnitten und werde jetzt mal Geschenke einpacken. Beziehungsweise Geschenke in Tüten packen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe hier zwei große Tüten rausgesucht und hoffe, dass da alles reingeht. Ich wollte jetzt ein bisschen sortieren. Meine Familie die eine Tüte und dann Nils von mir die andere, dass wir quasi immer nur die rausnehmen können, die wir gerade brauchen. Hey, die sind nicht für dich gedacht. Da sollen Geschenke rein. Du wirst nicht verschenkt. Fällt gerade auf, dass ich diese hier noch beschriften muss, die ich heute eingepackt habe. Also das hier war für Nils. Dann lege ich das mal nach oben, damit ich daran denke, dass es hier bleibt. Das hier ist für meinen Papa. Wir haben übrigens dieses Jahr sehr minimalistisch eingepackt, also keine Schleifen oder irgendwas. Und schreiben den Namen einfach direkt aufs Geschenk. Letztes Jahr haben wir uns ein bisschen mehr Mühe gegeben, aber dieses Jahr fehlt einfach so ein bisschen die Zeit. Und auch, wir haben einfach gedacht, wir brauchen jetzt einfach mal das auf, was wir halt noch haben. Weil irgendwie voll unnötig immer noch so übelst viele Reste zu haben und trotzdem immer noch neue Sachen zu kaufen. Deshalb versuchen wir dieses Jahr alles aufzubrauchen und erstmal keine neuen Geschenkverpackungssachen zu holen und keine neuen Bänder und so ein Kram. Und nächstes Jahr können wir uns ja wieder ein bisschen mehr austoben eventuell. Und das hier ist meine beste Freundin. Da schreibe ich mal Genie drauf. Ich nenne sie nämlich so. Das bleibt dann auch hier. Guck, was machst du die ganze Zeit hier? Bist du irgendwie voll interessiert daran, was hier abgeht? Okay, jetzt wird das hier alles sortiert und eingepackt. So, das ist jetzt die Nils Family Kiste und das hier ist die Kiste für meine Familie. Hier sind noch so ein paar Sachen, die uneingepackt sind, weil wir, wie gesagt, nicht mehr genug Geschenkpapier für diese größeren Sachen haben. Aber wir überlegen noch was zu holen, aber meine Eltern haben gesagt, dass sie auch noch ganz viel haben. Deshalb werden wir einfach was von denen nehmen und dort noch eine Sache einpacken, weil die meisten uneingepackten Sachen jetzt noch für Nils Familie sind und wir zuerst bei meiner Familie sind. Dann können wir das einfach einpacken und ansonsten sind hier die ganzen Geschenke drin. Hauptsächlich so kleinere Sachen, aber die kleinen sind die feinen Sachen. Nee, ich glaube, das sagt man gar nicht so. Was sagt man nochmal? Oh mein Gott, fast noch das Größere hier vergessen, was ich vorhin noch eingepackt habe. Ich muss das nochmal ordentlich machen. Die beiden kleinen hier so drauf irgendwie. So, passt schon. Ich habe, glaube ich, eigentlich alles vorbereitet, was ich vorbereiten kann. Ich werde jetzt gleich noch duschen gehen, ein bisschen die Beine rasieren und ja, mich einfach fertig machen, damit ich so wenig wie möglich morgen noch machen muss, damit ich so lang wie möglich schlafen kann. Ich bin ehrlich, ich denke die ganze Zeit darüber nach, was ich noch filmen kann, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich diesen Vlog nicht beenden will, weil es sich anfühlt wie so ein Abschied. Aber gleichzeitig ist es ja gar kein Abschied, es ist ja nur das Ende von Vlogmas. Aber ich lade ja trotzdem ganz normal weiter mittwochs und sonntags hoch. Ich bin ja nicht komplett verschwunden, aber trotzdem ist es irgendwie komisch. Morgen dann nicht die Kamera in die Hand zu nehmen. Ich freue mich zwar auf die Freizeit und die Zeit, die mir dann halt bleibt für andere Dinge, aber gleichzeitig bin ich auch irgendwie ein bisschen traurig. Übrigens, ich weiß nicht, ich will es schon mal vorher sagen, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Sonntag direkt, also diesen kommenden Sonntag, direkt wieder normal mit meinem Video-Schedule weiterzumachen und hochzuladen, weil ich ehrlich gesagt, oh, Coco, ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wann ich noch für Sonntag drehen soll, weil da ja die ganzen Weihnachtsfeiertage vorliegen. Und übrigens, ich habe hier Nagellack, ja, ich weiß. Lass uns nicht drüber reden. Aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe, an den Weihnachtsfeiertagen irgendwann noch ein Video zu drehen. Deshalb schon mal vorweg, es kann sein, dass Sonntag kein Video kommt. Aber ansonsten geht es ganz normal weiter mit Mittwochs- und Sonntagsvideos. Danke nochmal für Vlogmas. Es hat Spaß gemacht, den Dezember mit euch zu verbringen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und die Vlogs konnten euch ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen oder einfach ein bisschen den Tag erhellen. Mein Daumen nach oben für dieses Video würde ich mich sehr freuen. Dann weiß ich auch, dass euch Vlogmas gefallen hat. Und schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Schreibt mir gerne irgendwas Nettes. Weihnachtsgrüße. Ich möchte gerne ein bisschen mit euch quatschen wieder in den Kommentaren. Schaut auch gerne bei Instagram vorbei, wie immer, wenn ihr Lust habt. Und dann sehen wir uns nicht morgen, aber an einem normalen Videotag wieder. Ich bin nicht weg oder so. Na, Coco? Nur sehen wir uns jetzt nicht mehr jeden Tag. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachten und ganz tolle Feiertage. Und ich hoffe, ihr könnt das Beste aus der aktuellen Situation machen. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Ich habe euch ganz so lieb. Ciao.